Das ist die WebTalk Show. Mein Name ist Nico Gutier und ich freue mich, einen ausgezeichneten Menschen heute zu Gast zu haben, den ich schon sehr lange im Fernsehen feiere und natürlich auch im Web und aktuell für den Podcast How to Dad. Und ich freue mich, dass du da bist. Simon Gose Johann, wie geht's dir und wo bist du? Ja, hi Nico. Ja, hör mal, was eine schöne Anmoderation. Mir geht's gut. Ich bin in Gütersloh. Bei meinen Eltern. Ich komme aus Gütersloh. Ich bin bei meinen Roots sozusagen. Und ja, gibt's so ein paar Sachen hier. Immer mal, um die ich mich kümmern muss. Und ja, ich bin gerade nicht in meinen vier Wänden, aber das macht ja nichts. Ich habe ja, ich übe mich im Digital Native sein, Nico. Der Gedanke gefällt mir ganz gut. Umsetzung bei mir 4-, aber der Gedanke ist schon mal da. Damit kann ich angeben. Auf Partys, beim Sekt. How to Dad, ich mag die Grundidee von dem Podcast sehr. Du sprichst mit den jüngsten Menschen unserer Gesellschaft, weil du hast die Mission, ein cooler und kein peinlicher Papa zu werden. Wie ist denn dein Zwischenfazit? 4- oder besser? Utopisch. Utopisch, dass ich ein cooler Vater werde. Ich muss am Ball bleiben. Ja, das genau, das ist meine Mission. Ich will ein cooler Vater werden und gar nicht so leicht. Ich höre auch immer Neues, aber es macht tierisch Bock, so viele Kinder zu treffen und mit denen zu reden, nicht? Und einfach als Nicht-Elternteil auch völlig frei, weil ja, die sind entspannt, die haben Spaß am Podcast. Die finden es gut, mal einfach zu plaudern. Und wir reden zu Beginn ja auch immer über die Kinder selber. Und jedes Kind bringt auch meistens so einen Schwerpunkt mit. Und es ist sehr facettenreich. Und aber natürlich am Ende des Tages Tipps für Väter und auch Mütter. Mamas, hört, kommt vorbei. Ihr seid willkommen. I love Mamas. Es ist natürlich vielleicht nicht ganz so leicht dafür, Leute zu begeistern, wenn die denken, Moment, ist das der Simon hier, der auf der Straße immer das Zeug macht und zu dem sollen wir unser Kind lassen? Oder kommt diese Überlegung nie auf und die sagen einfach, natürlich Simon, hier ist unser Kind, viel Spaß bei der Unterhaltung. Letzteres, Nico. Ja, die kennen mich alle von früher, wenn man so will. Und ja, die meisten mochten das so. Ne? Die haben meinen Humor verstanden und wohl gemocht und haben Vertrauen. Wieso vertrauen die mir, Nico? Sie vertrauen mir einfach, ja. Und ja, am Ende des Tages sind die Kinder auch immer kleine Persönlichkeiten, die sich schon auch gut kommunizieren können. Und das ist schon gut, ja. Die sind gar nicht so hilflos. Und aber natürlich absolut schützenswert und darauf achte ich. Und ja, nee. Da ist auf jeden Fall Safe Place. Mein Podcast ist Safe Place, auch für was Werte angeht. Also klar, na das wollen wir ja alle vernünftig haben. Und jetzt sehen wir ja nur das, was du so auch mal auf Instagram und anderen Social Media Plattformen zeigst. Wir sehen meist das Kind und dich in der Nahaufnahme. Sind denn die Eltern mit im Raum und hören zu oder sitzen einen Raum weiter und dürfen erwachsene Sachen machen? Die Eltern sind einen Raum weiter, können zuhören. Wenn du es genau wissen willst, die könnten auch einschreiten. Aber es ist natürlich noch nie vorgekommen. Es ist für die Eltern, für die Mamas oder für die Papas, je nachdem, wer kommt, schon immer eine Experience. Das ist nicht vorhersehbar. Also ich kann es nur empfehlen, wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Kindern, die mit mir quatschen. Ich kann es nur empfehlen, mal vorbeizukommen. Im Kölner Raum produzieren wir mit Irli. Ja, den Eltern hat das immer sehr gefallen, weil die ihr Kind einfach von einer völlig neuen Seite kennenlernen. Und also so dem Feedback nach waren alle hinterher total überrascht und stolz. Den Podcast gibt's immer am Samstag. Das erste Mal, als ich dich gesehen habe, das war natürlich zu Viva-Zeiten. Du hast Filme abmoderiert, 2000 und 2003. Das weißt du noch. Du warst außergewöhnlich als Viva-Moderator. Deswegen weiß ich das auf jeden Fall noch. Wie war denn die Viva-Zeit für dich? War das schön oder anstrengend? Die Viva-Zeit, gut, cool, dass du es ansprichst. Tatsächlich am 4. Dezember, 30 Jahre Viva. 4. Dezember 2023. Ich war da 1999. Ja, ich war Praktikant. Ich war kein Rock'n'Roller. Ich wollte irgendwie Fernsehen, irgendwie Unterhaltung machen. Das gab es bei Viva. Viva 2 war ich zunächst. Das gab es da in einzelnen auf Inseln. Glücklicherweise habe ich da hingefunden. Aber diese Inseln waren immer recht extrem mit Nils Ruf. Das hatte eine extreme Humorfarbe. Und ja, und es war natürlich eine Stimmung da. Die meisten, die dort gearbeitet haben,
haben so diesen, so ein bisschen Rock'n'Roll-Lifestyle gelebt, wenn ich das mal so sagen darf. Der Begriff ist antiquiert, das ist aber kein antiquierter Lifestyle. Also die Leute haben Musik geliebt, waren auf Konzerten, waren feiern, es war ein einziger Rausch. Und für mich als Abstinentler aufregend, sehr aufregend, sehr prägende Jahre. Und ja, aber für das, was ich machen will, waren eigentlich die Jahre danach auch immer super spannend. Das muss ich schon so sagen. Trotzdem, die Viva-Zeit war herausragend, keine Frage. Es waren besondere Jahre und viele Medienmenschen schauen da so ein bisschen neidisch hin, wenn sie nicht dabei waren. Und kann ich nur sagen, ja, das macht mal besser. Das muss man erlebt haben. Ich kann mich nicht genau erinnern, aber ich war dabei. Ja, das war toll, klar. Und irgendwann, als du dort warst, oder vielleicht schon davor, muss bei ProSieben jemand immens Mutiges gesessen haben und gesagt haben, wir haben eine tolle Idee, wir nehmen jemanden, den nur jüngere Menschen kennen und schicken die auf die Straßen in Deutschland, der macht da einfach Comedy, wie man sie in Deutschland noch nicht gesehen hat. Unter Comedy Street lief das Ganze von 2002 bis 2005 und danach kam es nochmal als Comedy Street XXL zurück. Wie hat es diese Sendung zu ProSieben geschafft, Simon? Wie hast du das geschafft? Ja, ist verrückt, ne? Ich habe da gesessen und ich war jetzt nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte bei Viva. Also es ging um andere Stars, ne? Große Namen, Olli, was weiß ich, Mola, das sind ja die großen Viva-Gesichter. Ich war ein bisschen Randerscheinung. Plötzlich klingelte original mein Festnetztelefon in der Redaktion. Ich war Zelluloid-Moderator bei Viva 2. Klar, das war cool, das war nerdy. Ich habe auch immer ich habe ja auch mit meinem Bruder Underground-Filme gedreht, die im Dortmunder Raum auch Verbreitung hatten, weil mein Bruder da bei der FH war. Also es war so eine gewisse subversive Sache da, sag ich mal. Medial, alles so ein bisschen neu, bisschen Indie, bisschen irre. Und die Produktionsfirma kam aus Dortmund und war so einfach auf Talentsuche. Ja, und da hat mich der Produzent, ich nenne ihn beim Namen Georg Hirschberg, es ist der Produzent der Heute-Show, also er ist kein Unbekannter, hat mich original auf dem Festnetz angerufen. Zweimal. Beim ersten Mal, glaube ich, irgendwie war ich da nicht dran. Beim zweiten Mal dachte ich, das kann doch nur ein Scheiß sein. Wer will denn nicht? Und das war es nicht. Es war mein großes Glück, ja. Georg war dran und dachte, irgendwie, ist das denn jetzt ein echter Fernsehproduzent? Er ist doch sogar sympathisch. Das kann nicht sein. Sympathischer Fernsehproduzent, so hast du dir den nicht vorgestellt. Ja, lud mich ein und irgendwie bin ich es geworden. Ja, ich bin es geworden und Comedy bei mir auch relativ. Ich hatte ja auch immer so sehr viel Overacting in mir. Muss man auch mögen, in den Filmen mit Thilo immer so sehr übertrieben und das musste natürlich alles reduziert werden, das musste der damalige Producer Jens Holzgräber natürlich aus mir rausdreschen, aber er hatte auch ein gutes Händchen für Humor, muss man sagen, und Jens hat dann auch mein Bruder Thilo als Kameramann, als quasi das Auge von Comedy Street, dann von der FH Dortmund dazu geholt und so blieben wir über einige Staffeln miteinander verbunden, haben uns gut verstanden, haben viel erlebt, viel gesehen und viel gefeiert und viel gelacht und das war der Wahnsinn. Jetzt gibt es aber auch aktuelle Videos wieder. Du bist wieder unterwegs auf den Straßen. Ne? Ich habe da ein schönes Video gesehen. Da bist du, naja, ich möchte sagen, der PR-Mann von Rammstein gewesen. Besteht Hoffnung oder wandert das jetzt einfach zu Social Media? Comedy Street hat dich offensichtlich nie verlassen. Ja, man irrt durch die Medienwelt und probiert dies aus und das und man will sich auch nie die Blöße geben, so zurückzugehen und denken. Man denkt ja, man muss sich weiterentwickeln als Künstler und irgendwann denkt man, sag mal, scheiß drauf, back to the roots, guck mal, was passiert. Und irgendwie war das Feedback so, das hat so Spaß gemacht und so im Grunde war immer schon auch meine Haltung, dass Comedy Street, dass das Format niemals alt wird, weil man es mit neuen Themen besetzen kann, ja. Dann gab es immer diesen Verdacht, dass ich zu bekannt geworden bin. Das kann auch sein. Ja, jetzt gerade drehe ich wieder vereinzelt und habe ich, glaube ich, bei dir im Unterton so wahrnehmen können, die Frage, ob das nicht auch wieder ins Fernsehen kommt.
Ehrlich gesagt, das ist mir egal. Also ich freue mich, wenn das bei Instagram paar oder bei TikTok ein paar Leute so seine Zuschauer findet. Und da kriegt man ja eine Mörderreichweite. Und diese Mörderreichweite ist ja explizit von dem Clip, den du gerade erwähnt hast, ist die ja also vergleichbar mit den glorreichen Zeiten des Fernsehens. Und ich weiß gar nicht, ob das so erstrebenswert ist, das wieder ins Fernsehen oder Streaming. Ist Streaming erstrebenswert? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich freue mich, wenn ich einen Clip habe, der den Leuten Spaß macht und diese ganze Sache mit Fernsehen, Social Media, für mich ist das eins. Im weitesten Sinne. Also ich mache natürlich ganz kurze Clips, das ist klar, das ist ein Entertainment für zwischendurch. So ein Clip ist 17 Sekunden, damit füllt man keinen Samstagabend, das ist klar, das ist unterschiedlicher Content. Ey, aber wenn ihr den Leuten Spaß macht, mir egal wo, so, dann freue ich mich auch. Und es ist einfach so, die Würze liegt in diesem Megatrend Relevanz. Da habe ich mich aber sehr komisch ausgedrückt. Naja, jedenfalls, die Leute mögen es, wenn es so ihr Leben toucht auf eine Art. Und ich finde es auch spannend. Das ist dann in dem Sinne auch eine Weiterentwicklung. Und ich stehe für das Format, die Leute lieben es. Das ist doch Win-Win. Wenn dich Elton anruft, hast du Sorge, dass er sagt, lass uns mal wieder Elton versus Simon machen? Ja, also das habe ich mir aus dem Kopf geschlagen. Also da wäre in dem Fall der Wunsch, der Vater des Gedanken, Nico, das will er einfach nicht. Ich kann es auch verstehen. Also es ist einfach so, er ist da ja sehr gut versorgt beim Fernsehen und das ist ja gefühlt, er arbeitet viel. Elton, ich weiß, du arbeitest viel. Gefühlt beim Zuschauen hat man manchmal den Eindruck, das geht alles viel von allein und ist ja sehr gut im Geschäft. Ich wäre sofort am Start, weil ich fand die Show voll mega geil, also ich fand es geil. Und tatsächlich könnte man jetzt meinen, Elton und ich, wir sind irgendwie, haben nichts mehr miteinander zu tun. Wenn wir uns sehen, ist es wie vor 20 Jahren. So, wir sind ein altes Ehepaar, ja. Ich behaupte, ohne Eheprobleme. Das matcht sofort. Es ist schon wieder eine Weile her, dass wir uns gesehen haben, vielleicht vor 2 Jahren oder so, aber mega. Ich müsste gern nach Hamburg müssen. Ich würde gerne nach Hamburg müssen, dass es sich irgendwie ergibt oder hier, wer weiß denn sowas, Nico, was muss ich denn machen, damit ich mal wieder bei wer weiß denn sowas eingeladen werde, aber dann bitte in der letzten AZ am Freitag, ja, die anderen AZs interessieren mich nicht. Elton vs. Simon fand ich, war cool, aber auch da ein bisschen die Frage, das ist ja dann so groß geworden. Keine Ahnung, ich finde gerade irgendwie Back to the Roots auch gut. Ne? Also alles so ein bisschen eindampfen, ein bisschen on point. Und auch zeitgemäß. Ich liebe die Gegenwart. Ich mag die. Für manche ist es die neue Zeit. Jetzt darf man ja nicht mehr dies, jetzt darf man ja nicht mehr das. Ich finde, es hat sich alles Status quo zu Positiven verändert. Außer aktuell die Umfragen für politische Parteien, das hat sich natürlich beschissen verändert. Aber so generell, ich finde es voll geil gerade. Ich habe voll Bock, Unterhaltung zu machen. Ich finde es voll geil alles. 2024 ist tatsächlich das 20-jährige Jubiläum von Elton vs. Simon. Jetzt lass uns mal in die Zukunft schauen. 20 Jahre weiter gibt's dann den wundervollen Podcast How to Granddad? Wie wird man ein guter Großvater? Fände ich geil, How to Granddad, ja, fände ich geil. Also, der Podcast, das macht ja super Bock, habe ich dir schon gesagt. Und wir sind noch so ein bisschen im Aufbau, ne? Podcast ist auch nicht so leicht. Aber wir kriegen viel gutes Feedback, weil unseres halt nicht austauschbar ist. Und das Format erlaubt noch viel mehr. Also eigentlich bist du ja auch ein Sohn. Stimmt, nicht deiner, aber es stimmt. Ja, und eigentlich kann man da auch mal fragen, wie sieht's denn bei dir aus mit deinem Vater so? Ich finde, es ist ein super Start. Also How to Granddad fände ich natürlich super geil. Würde ja bedeuten, dass ich Großvater bin, wäre ich natürlich mega stolz. Also How to Granddad sollten wir auf jeden Fall gleich irgendwie eintragen ins iCal. Und 16 Uhr ist eigentlich ganz gut. Mein Sohn geht dann ja nicht mehr zur Kita und dann passt das.
Das wird wundervoll in diversen Jahren, aber erstmal für alle, die jetzt neugierig geworden sind. How to Dad gibt es natürlich da, wo man Podcasts hören kann. Wie Simon es gesagt hat, die Kids sind wirklich herausragend. Gönnt es euch. Und heute war er da. Ich freue mich. Simon Gose-Johann an der Web-Talk-Show. Vielen Dank für deine Zeit. Ciao, Nico. Du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit, bevor du Ciao sagst. Und zwar darfst du deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Und für euch da draußen, wenn ihr denkt, Moment, der redet mit Kindern, das kann ja, finde ich, das klingt ja total doof oder ist ununterhaltsam. Finde ich gut, deine Einstellung, weil Simon ist angetreten, um dir das Gegenteil zu beweisen. Also schaut wirklich mal rein, es ist wahnsinnig liebevoll gemacht und vor allem, und das finde ich noch viel wichtiger, respektvoll. Denn leider schaffen es viele Erwachsene nicht, Kindern gegenüber Respekt zu zeigen. Ich habe letztens was Fürchterliches gesehen, 3 Mädels haben Pfandflaschen abgegeben und irgendwelche alten Säcke in dem Fall haben sich wahllos aufgeregt. Total unsinnig, haben den Mädels da auch ein schlechtes Gefühl gegeben. Deswegen, wenn ihr die Chance habt, Kinder zu unterstützen und sie zu kräftigen und ein gutes Gefühl zu geben, macht das bitte. Seid keine Arschlöcher. Es kann so einfach sein im Leben, ne? Wir sehen uns wieder zur nächsten Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutjahr und jetzt die heutigen Abschlussworte von Simon Gose-Johann. Bis dann. Schnibbel, schnabbel, schnicki, zicki.